Guten Tag, meine Damen und Herren, liebe Näh-Nerds. Herzlich willkommen zur Nastias Näh-News im Februar 2021. Es ist wieder soweit, es ist der erste Sonntag im Monat und es gibt eine neue Folge Nastias Näh-News. Die erste Folge kam sehr, sehr gut bei euch an und ich freue mich, dass ihr das Format so feiert. Es wurde das ein oder andere Mal angemerkt, ich könnte etwas langsamer sprechen. Fun Fact, auf YouTube gibt es ungefähr hier so ein kleines Rädchen, auf dem ihr die Abspielgeschwindigkeit verringern könnt. Das ist großartig. Ich zeige euch mal, wie das beim letzten Video klingen würde. Es gibt ein neues Format auf meinem YouTube-Kanal, die Nastias Näh-News. Mit allen wichtigen Infos, Produkten, Trends, irgendwann auch wieder Events aus meiner Nähbubble. Prost! Legen wir also los mit den Februar-News. Letztes Mal drehte sich ja alles um das Thema Trends und das lässt uns auch dieses Mal nicht ganz los. Im Mittelpunkt heute befinden sich Farben, Muster und Strukturen. Außerdem sind wir immer noch im Lockdown bis mindestens Mitte Februar und deswegen beschäftigen uns weiterhin Themen wie Homeoffice, Familienzeit, Zuhause und so weiter. Auch der Valentinstag steht natürlich diesen Monat an und ich habe da heute ein paar schöne Ideen für euch. Kommen wir zu den Headlines. Clubhouse ist gerade in aller Munde oder eher gesagt in aller Ohren. Die ein oder andere Nähfluencerin findet sich wohl dort auch schon bereits. Ich bin noch nicht da. Ich habe auch nicht wirklich das Gefühl, dass ich da hingehe. Ich habe auch überhaupt nicht die Zeit, noch eine Plattform mit Content zu bedienen. Aber ihr könnt mir gerne mal in die Kommentare schreiben, ob ihr auf Clubhouse seid, ob ihr findet, ich muss das für euch auschecken und in den nächsten März-News vielleicht vorstellen, ob ich dahin gehöre oder ob es Quatsch ist und ob es sich eh wieder verzieht. Eine weitere Breaking News ist, dass gerade extrem viele Instagram-Konten von DIY-Influencern geblockt werden. Ich weiß nicht, was das für eine Masche ist, aber es betrifft gerade so viele. Nina von Delari hatte neulich das Problem, aber auch so viele andere. Ich habe große Angst, dass es bei mir auch passiert. Bis jetzt haben alle ihr Konto wiederbekommen, aber es ist wohl sehr nervenaufreibend. Ich habe da keine Lust drauf. Kommen wir jetzt aber zu den richtigen Näh-News, Farbenmuster und Strukturen. Ich sehe gerade überall Leoprint. Der Trend zieht sich schon seit ein paar Monaten. Aber auch in der DIY-Branche gibt es immer, immer mehr Produkte mit dem coolen Print. Letztes Mal habe ich euch ja die Vinyl-Sticker von Anke von Cherry Picking vorgestellt, mit der ihr eure Nähmaschine im Leoprint erstrahlen lassen könnt. Und ich habe euch auch mit Leoprint bedruckte Snap-Pap gezeigt. Rico Design hat gerade die neue Acid Leo Kollektion rausgebracht. Das Ganze gibt es als coole Stoffe, als Canvas oder als beschichteter PVC. Richtig cool beides für Taschen oder auch in Krinkelmusselin. Mega cool für zum Beispiel Tücher. Auch dabei sind Bügelmotive in Leo-Optik. So könnt ihr langweilige Klamottenstücke aufmotzen. Aber ihr könnt auch schlichte, selbstgemachte Kleidung, zum Beispiel aus Jersey und Sweat, partiell mit dem Leo-Print aufpimpen. Ich hatte im letzten Jahr ja eine Plotter-Anleitung gemacht für eine Mütze mit Leoprint und da findet ihr auch die kostenlose Plotter-Datei für Leoprint, verlinke ich euch auch an dieser Stelle, beziehungsweise sind natürlich auch heute wieder alle Links zu allem, was ich heute erwähne, unten in der Infobox. Klickt euch durch. So, dabei lässt es Rico aber nicht bleiben. Die Acid Leo Collection zieht sich durch alle Produktgruppen, die man von Rico Design kennt. Papiere, Bleistifte, Pouches, Tapes, Notizblöcke, Leo-Sticker, Leo-Perlen, Geschenkverpackungen, Party-Deko, Sticksets und Stricksets im Leo-Look. Passend zu dem Thema Leo gibt es bei Snapply jetzt auch relativ neu bedrucktes Kunstlederband in Leo-Optik. Sehr, sehr cool für Taschenhenkel. Wie steht ihr denn zu dem Thema Leo yay oder Leo nay? Es gibt ja eigentlich nur große Freunde oder große Feinde. Ich fand das immer ganz schlimm und seit ein paar Monaten liebe ich es. Kommen wir zum zweiten Trendblock und zwar Farben. Stoffe selber kreativ gestalten. Letztes Mal haben wir über die Trendfarben gesprochen und dieses Mal sprechen wir darüber, wie man denn Stoffe färben kann. Das ist nämlich auch gerade ein Riesenthema. Da gibt es ja die verschiedensten Techniken und da wird heute auch der Fokus drauf sein in den Verlosungspaketen am Ende. Bei Alles für Selbermacher findet ihr jetzt Sets für Siebdruck und ihr findet auch ganz, ganz viele Siebdruckfarben dort ohne Chemiekeule.
Soll ich zu dem Thema mal eine Anleitung machen? Mich reizt das ja wirklich sehr. Ich habe es ein-, zweimal gemacht, aber noch nie mit eigenen Motiven. Das würde mich schon reizen. Stoffe färben ist auch ein großes Thema. Bei stoffe.de findet ihr ganz neu ein Set für Farbblockieren auf Stoff. Das heißt, ihr malt erst Linien vor mit dem Farbblockierer und übermalt das Ganze dann mit Farbe. Die Farbblockiererlinien werden dann am Ende rausgewaschen und an der Stelle ist dann quasi keine Farbe. Und ihr könnt hiermit coole Muster schaffen, Sprüche schreiben und eure Kreativität einfach freien Lauf lassen. Ansonsten ist natürlich Batiken weiterhin ein Klassiker. Dafür eignen sich am besten Handfärbefarben und dann gibt es natürlich noch die Variante, die Stoffe einfach mit Textilmarkern zu bemalen. Das sind alles auch Themen, die aktuell wunderbar zu Hause funktionieren im Lockdown-Winter. Der dritte Trendbereich sind Strukturen. Die Bekleidungstrends gehen aktuell neben den bunten Farben auch ganz, ganz stark in Richtung Struktur. Neu in den Stoffen sind hier unter anderem die Lochstickerei-Musselinstoffe von stoffe.de. Und es gibt hier auch einen Blusenstoff mit Kuschelpunkten. Oh mein Gott, dieser Stoff ist so mega. Es gibt ihn in Blau, Weiß und Rosa und ich liebe ihn. Außerdem gibt es hier einen neuen hochelastischen Lochmuster-Jersey. Auch mal was ganz anderes. Oder einen Baumwoll-Slapgewebe. Bestickt mit Punkten. Was natürlich immer Richtung Struktur geht, ist Grobstrick. Ich habe hier vor kurzem eine Anleitung auf Instagram gemacht für einen Magic Cardigan. Der wird mit nur ganz wenig Nähten genäht, ist super, super einfach und ging sehr, sehr ab bei euch auf Instagram. Die Anleitung dafür findet ihr dort in den Highlights bei mir, verlinke ich euch natürlich auch nochmal unten. Bei Snapply gibt es jetzt mega viele fertige Stickpatches. Die sind natürlich auch richtig cool, um Highlights auf Klamotten zu schaffen und eben auch nochmal eine Struktur zu geben. Breiter Cord ist auch etwas, was immer mehr Platz in meinem Kreativhirn findet und ja auch eine sehr interessante Struktur hat. Ich plane hier sogar eine richtig coole Anleitung für euch, bald im Mai. Ansonsten habe ich auf Instagram auch viele Varianten gesehen, bei denen einfach wild Stoffe kombiniert werden, die so gar nicht zusammengehören. Also ein Teddyplüsch mit einer Baumwollwebware, mit einem holographischen Stoff, mit einem knisternden, raschelnden Silberstoff. Und hier könnt ihr wirklich Colorblocking à la Materialblocking betreiben. Was auch richtig cool Struktur schafft, ist Punchneedling. Und hier hat die liebe Steffi von DIY-Mummies eine richtig coole Anleitung rausgebracht für einen Pullover mit Regenbogen-Punchneedle-Motiv. Und ich finde ihn sehr niedlich. Kommen wir zur Kategorie Events. Im Februar ist Valentinstag. Ich weiß, dass diesen Tag bei weitem nicht alle mögen oder feiern. Einfach schlicht, weil sie nicht mögen oder weil sie auch einfach keinen Partner haben. Aber man kann ja auch an andere liebe Menschen in seinem Leben denken und diese Beziehung feiern. Bei mir auf Instagram findet ihr auf jeden Fall in den Highlights einen DIY für einen Schlüsselanhänger aus geprägtem Leder. Wirklich super einfach und ein mega cooles Geschenk zum Valentinstag. Falls ihr noch süße Geschenkideen für Valentinstag sucht, könnt ihr auch gerne mal bei Alles für Selbermacher vorbeischauen. Da gibt es nämlich neben richtig coolen Stoffen und DIY-Zubehör auch personalisierte Produkte. Mein Highlight sind ja die Emaille-Tassen und ich habe hier eine fürs DIY-Äulchen machen lassen. Ich finde die mega niedlich. Ansonsten gibt es da auch Holzschilder, Stempel, Stickrahmen und Lampenschirme personalisiert. Auf meinem Blog habe ich außerdem ein paar Mini-Valentinstagskarten für euch vorbereitet mit kostenloser Vorlage zum Ausdrucken mit Kessensprüchen drauf. Sowas wie "Ich mag dich" oder "Olive you". Klassischerweise gibt es ja immer Leute, die Valentinstag lieben oder hassen. Und Makerist hat da was richtig Cooles für mich aufbereitet, nämlich verschiedene Anleitungen je nach Typ. Legen wir los mit einem Valentinstags-Outfit, ein Willow-Dress bzw. ein Blusenkleid im Boho-Style für Valentinstags-Verliebte oder doch lieber der Lümmelheld-Onesie für die Couch. Bei uns wäre es definitiv der Onesie. Wir sind jetzt aber auch nicht so die Schickmacher und ey, ganz ehrlich, einen Abend auf der Couch mit dem Liebsten, ein bisschen Popcorn, schöner Film, da geht doch nicht so viel drüber, oder? Sage ich, weil ich das seit der Geburt nicht mehr hatte. Weiter geht es mit dem Sticken. Für die Romantiker unter uns wäre diese Love is all around you Stickvorlage oder aber für die Puristen unter uns dieses anatomisch korrekte Herz im Stickrahmen. Ich finde es ziemlich cool. Für Plotter-Fans gibt es die Better Together Plotter-Datei. Bestimmt auch ganz cool als Cake-Topper. Versus die I Love You Everyday Plotter-Datei, die sich explizit gegen den Valentinstag richtet. So, und auch Spooflower hat ein Valentinstag-Special und zwar ein Geschenk für euch. Es gibt hier nämlich die zweite Auflage des Community-Malbuchs mit super coolen Designs in Schwarz-Weiß.
zum Ausmalen. Das gibt es ab Valentinstag und ich habe exklusiv eine Seite für euch schon vorher bekommen, die ihr auf meinem Blog runterladen könnt. Der Link ist natürlich unten und dann könnt ihr mal eine Runde ausmalen. Probiert es mal aus, es ist wirklich entspannt, auch als Erwachsener, einfach sich mal hinzusetzen und die Seele baumeln zu lassen und ein bisschen Yoga für den Kopf ein bisschen ausmalen. Ansonsten gibt es auch noch die erste Variante von dem Malbuch, verlinke ich euch auch unten, die könnt ihr euch jetzt bereits schon komplett kostenlos runterladen. So, dann habe ich noch ein Valentinstagsangebot für euch und zwar auf stoffe.de gibt es ein Plotter-Set mit allem, was ihr braucht, um schöne Karten zu plotten. Kostet 189,90 €. Ihr kauft quasi den Plotter und bekommt das komplette Material kostenlos obendrauf. Angebot gilt, solange der Vorrat reicht. Der Cricut Joy ist ja gerne mal schnell weg. So, kommen wir zu einem weiteren Event außer dem Valentinstag. Ich war auf meinem allerersten digitalen Blogger-Event, nämlich von Rico Design zur neuen Acid Leo Collection, die ich euch ja schon vorgestellt habe. Und da ich dieses Video vorher drehe, werde ich euch jetzt mal eine Matz vorbereiten, wie das Event gewesen sein wird. Matz ab! So, das Blogger-Event ist um. Ich habe mich passend angezogen, gleich im Leo-Style. Es war ganz cool. Es ist immer was anderes, die Leute natürlich persönlich zu sehen. Gerade der Rico Design Stand ist auf den Messen immer mega toll. Das hat schon ein bisschen gefehlt, aber sie haben uns ein bisschen rumgezeigt. Sie haben eine neue Location, wo sie sitzen und das sieht so Hammer aus. Das ist der Wahnsinn. Ansonsten wurde uns die Acid Leo Collection, es wird wohl Acid, nicht Acid ausgesprochen, komplett vorgestellt. Und die Goodie Bag habe ich auch ausgepackt. Das waren ein paar Stoffe drin und auch die Acid Leo Bügelbilder. Mega, mega cool. Ich habe ganz, ganz viele Ideen, was man damit machen könnte. Und wir haben auch einen Rabattcode bekommen, den zeige ich euch dann am Ende. Auf geht es zu den Szene-News. Snapply ist mal eben nach Freising umgezogen. Das habe ich letztes Mal gar nicht erwähnt. Sie haben sich ein bisschen vergrößert. Leider gab es ja letztes Jahr kein Blogger-Event. Die Blogger-Events bei Snapply sind immer großartig. Bin mir aber sicher, das wird noch nachgeholt zu gegebener Zeit. Es gibt aktuell bei Snapply ein paar Stellenausschreibungen, sowohl in Freising als auch remote. Schaut da mal vorbei, wenn das für euch interessant ist. Und wo wir gerade bei Snapply sind, es gibt neue Premium-Garne von Snapply in ganz, ganz vielen verschiedenen Farben. Spoonflower feiert ein paar neue Berliner KünstlerInnen. Mit dabei sind die liebe Lou von Lulovs Handmade. Grüße gehen raus an dieser Stelle. Wir kennen uns ja noch persönlich aus der Davanda-Zeit und sie hat schon immer ziemlich coole Designs gemacht und Handletterings und hat jetzt eben auch ihre ersten Designs auf Spoonflower hochgeladen. Sehr bunte, knallige, coole Designs. Auf Instagram zeigt sie uns auch ihren Bananenstoff in Action als T-Shirt und bei ihr selbst findet ihr auch noch weitere Produkte mit ihren coolen Designs. Make It Yours, the Label, ist ebenfalls eine Berliner Designerin, die neue Designs auf Spoonflower hochgeladen hat. Das sind schöne feministische Diverse Body Positivity Prints. Kann ich mir super als Kosmetiktasche vorstellen oder gedacht ist es, glaube ich, sogar als Bademode. Und noch ein Fun Fact, es gibt gerade einen super beliebten Pin von Spoonflower mit einer bemalbaren Tapete, also eine Tapete zum Ausmalen. Das ist eine mega coole Idee fürs Kinderzimmer oder als XXL Leinwand. Die Tapete könnt ihr auch als wiederablösbare Klebetapete bestellen und damit zum Beispiel auch Möbel beziehen. Die liebe Jelena hat ihr erstes Buch rausgebracht, den Aufräumkompass. Sie beschäftigt sich ja schon seit einer ganzen Weile mit dem Thema Ausmisten und Aufräumen und hat da auch ganz, ganz viele Strategien sich angeeignet, gelesen, gehört und die auch ausführlich getestet und jetzt eben ein Buch darüber geschrieben. Es ist super schön geworden. Ich kann es euch sehr empfehlen. Von Anne ist wieder da. Sie macht super, super schöne Einzelstücke, Kleidungsstücke für Kinder und seit einiger Zeit nun auch eigene Stoffdesigns, die super begehrt sind. Sie hat im Januar Pause gemacht, also zumindest nach außen und hat ganz, ganz viele neue Ideen, neue Stöffchen. Ich habe sogar zwei von ihren ganz neuen Stoffen, Graf Klaus von Fledermaus, bekommen von ihr. Und ich werde sie noch im Februar verlosen. Wahrscheinlich auf meinem Blog, haltet ein Auge offen, denn die Stoffe sind mittlerweile schon wieder völlig ausverkauft. Kommen wir zur Kategorie Stoff des Monats. Eigentlich ist der Stoff des Monats mein Stoff. Und zwar den Oilskin-Stoff, den ich für Snapply designt habe, für die Tasche Ona. Es sind die ersten Stoffdesigns, die es von mir als Metaware zu kaufen gibt. Well, gab, denn ihr seid so krass, der Stoff ist mittlerweile komplett ausverkauft. Deswegen geht der Stoff des Monats diesen Monat an Lou von Lulovs Handmade mit ihrem coolen Bananastoff. Der schreit so nach Sommer und ich will nicht mehr diesen Winter, ich will Sommer. Nähgadget des Monats ist der Auffangbehälter von Schnittenliebe. Das ist quasi ein kleiner Mülleimer vorne für die Overlock, perfekt designt für die Overlock. Und wenn man ganz genau ist, müsste der ganze Shop von Schnittenliebe Gadget des Monats sein. Sie hat nämlich ganz, ganz viele coole Nähgadgets
in ihrem Shop, die einfach mega sind. Schaut unbedingt vorbei. Ich kenne Jasmin, die Inhaberin, ja mittlerweile auch ganz gut persönlich. Auch sie hat als Nähbloggerin angefangen und ist dann irgendwann aufs 3D-Drucken gekommen und hat mittlerweile einen ziemlich erfolgreichen Shop, mit dem sie 3D-gedruckte Nähgadgets anbietet. Den Auffangbehälter gibt es mittlerweile für 26 verschiedene Overlock-Modelle und es sind auch noch weitere in Planung. Ihr könnt dann die Farbe aussuchen und auch noch eine Gravur. Es ist keine Gravur, weil es ist ja reingedruckt. Ich weiß nicht, wie es heißt, eine Widmung. Ihr könnt da was reindrucken lassen. Schnitt des Monats. Gibt es auch zwei. Und zwar ist der erste Schnitt ein Taschenschnitt und zwar meine Tasche. Oder einfach, weil sie sehr nice ist und sehr gut ankam bei euch. Der zweite Schnitt des Monats ist der Sweater Liz. Den habe ich im letzten Monat ein paar Mal vernäht fürs DIY-Euchen. Ich finde den sehr, sehr cool. Der Schnitt ist sehr einfach. Und das Schnittmuster gibt es in den Größen 50 bis 110 und ist von Nealina. Und extra für euch gibt es dieses Schnittmuster gerade bei Makerist im Angebot. Oldie but Goldie ist heute das Wendetool von Prim, weil ich es lieb, weil ich es in letzter Zeit sehr häufig benutzt habe. Zum Wenden von so kleinen Ärmchen, von Tunnelzügen. Mega, mega praktisch und es ist schnell gewendet. Sollte jeder, der öfter näht, da haben. Video des Monats. Und auch hier gibt es wieder zwei Videos, die sehr, sehr beliebt waren bei euch im Januar. Und das ist auf jeden Fall wieder die Oisken-Tasche Ona, die ist mega bei euch angekommen. Aber auch das Video zum Thema IKEA-Hacks im Nähzimmer, IKEA-Lösung im Nähzimmer kam sehr, sehr gut bei euch an. Privates und DIY-Eule-News. Ein weiteres Format ist gelauncht von mir auf YouTube. Und zwar gab es vor zwei Wochen das erste Video mit Nastias Stoffkunde. In der ersten Folge drehte sich alles um das Thema Jersey und die Folge war sehr umfangreich und ich habe selber sehr viel gelernt. Es ist nicht geplant, dass alle Folgen so lang werden. Mit dem Format geht es auch in zwei Wochen weiter. Da dreht sich alles um das Thema Sweat und auch hier ist geplant, dass hier einmal im Monat ein Video bei mir auf YouTube erscheint. Wie letztes Mal angekündigt, gibt es mich ja ab jetzt auch auf dem Prim-YouTube-Kanal zu sehen und da ist das erste Video gelauncht und zwar habe ich Utensilos genäht und dann geht es auch ganz bald weiter mit der nächsten Anleitung. Wenn ihr also mehr kreative Anleitung wollt, hüpft gerne mal rüber. Ja, und sonst ein weiterer Lockdown-Monat liegt hinter mir. Der Kleine war seit Ende November nicht mehr in der Kita. Aber die Situation ist natürlich anstrengend, weil mein Mann und ich beide voll arbeiten. Wir haben uns aber, glaube ich, ganz gut reingefuchst und ich glaube, der Key ist hier, dass wir eine feste Tagesstruktur haben. Obwohl ich dann, wenn er im Bett ist, versuche mittlerweile immer mehr diese Abendstunden für mich zu nutzen, weil das fehlt mir natürlich auch. Zum Beispiel habe ich angefangen mit Hula Hoop, ein absolutes Trend-Ding gerade, machen ganz, ganz viele und auch ich habe mich influenzen lassen und habe jetzt einen Hula Hoop-Reifen. Ich habe meinen auf Amazon bestellt. Er hat schöne Farben, er hat Metallverbindungen, er funktioniert gut. Für mich ist er fein. Ich habe keine Ahnung, ob es ein guter Reifen ist. Ich kann euch den trotzdem gerne verlinken, weil schon viele gefragt haben. Zurück zum Thema Lockdown. Ich bin auf jeden Fall sehr froh, dass wir beide von zu Hause aus arbeiten. Ich weiß, dass es ganz, ganz, ganz andere familiäre Situationen gibt. Und ich schicke euch da draußen ganz, ganz viel Kraft. Egal, ob ihr überhaupt nicht zurande kommt mit der Kinderbetreuung oder ob euch tierisch langweilig ist und die Decke auf den Kopf fällt. Stichwort Einsamkeit. Wir schaffen das. Es ist hoffentlich nicht mehr allzu lange und irgendwann ist auch wieder ein bisschen mehr Normalität möglich. Deswegen kommen wir jetzt zu den wichtigen Kategorien Rabattcodes. Ich habe einen 10% Spoonflower-Rabattcode für euch. Mit diesem Code bekommt ihr den ganzen Februar 10% Rabatt bei Spoonflower. Außerdem, sehr, sehr begehrt, ein 10% Snapply-Rabattcode für euch. Der gilt bis 11. Februar. Und dann gibt es aktuell noch einen Rabattcode von Wunderlabel mit 20%. Dafür müsst ihr euch aber das entsprechende Video angucken. Und auch nur noch heute gilt ein Rabatt von Rico, den wir bei dem Event bekommen haben werden. Ich blende ihn euch ein und auch wie viel Rabatt ihr bekommt zur Acid Leo Kollektion. Alle Infos zu den Rabattcodes findet ihr auch nochmal unten in der Infobox, lest euch das nochmal genau durch. Kommen wir zur Kategorie Verlosung. Ich verlose heute drei große Pakete an euch und in jedem Paket ist ein Siebdruckset von Alles für Selbermacher, ein Set Textilmarker von Edding und auch ein Set für Farbblockchen von Stoffe.de, ein Acid Leo Stoff von Rico Design und einmal der Schnitt des Monats Sweaterless. Alles, was ihr tun müsst, ist: Ach, ich habe euch heute so viele Fragen gefragt im Video, ihr müsst einfach eine von den Fragen beantworten. Zeit habt ihr wie immer 3 Tage und alle Infos zur Verlosung findet ihr natürlich auch in der Infobox. Dann hoffe ich, dass euch das Video gefallen hat. Wenn dem so war, lasst mir noch einen Daumen nach oben da. Und wir sehen uns am Dienstag hier wieder mit einem normalen DIY-Video. Und die News gibt es dann immer am ersten Sonntag jeden Monat. Bis dahin viel Spaß beim Durchklicken der Links und Stöbern und überhaupt habt einen schönen Valentinstag. Bis dahin. Guten Abend, meine Damen und Herren, liebe Nähnerds.